zu und da kommt wenigstens mal das verschloschen Geräusch. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Wake. Muss ich? Ah, anscheinend braucht Mr. Wake einen Moment, bevor wir reden können. Ich werde euch in der Zwischenzeit noch ein paar Hintergrundinformationen liefern. Oh, den ja. Namen kennt ihr natürlich. Alan Wake ist der Autor der berühmten Alex Casey Krimiserie. Aber jetzt hat er eine neue Richtung eingeschlagen. Er arbeitet an einer Horror-Story. Na? Kommen noch ein paar Hintergrundinfos? Ich will auch was. Ihr wisst vermutlich, dass Mr. Wake schon häufig Kontroversen ausgelöst hat. In den letzten Jahren gab es ein paar unschöne Zusammenstöße mit Paparazzi, obwohl man ihm das natürlich nicht übel nehmen kann. Das sind doch solche Szenen. Na, gibt noch ein paar Hintergrund? Treue Hörer werden sich daran erinnern, dass ich ihn letzte Woche auf der Fähre getroffen habe. Er hat sich ganz schön bedeckt gehalten, aber jetzt ist er hier und schenkt uns ein bisschen seiner Zeit für ein Interview. Was waren dann wohl die Hintergrundinfos, wenn er wieder Musik spielt? Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg! Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale! Wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich krieg sie schon noch! Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, Sie kapieren schon, H.P. Lovecraft! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich Maine nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Und dann wollen wir uns mal wehtun. Ich mach's aber auch immer wieder. Okay, hier komme ich jetzt nicht sonderlich weit. Ich habe noch eine Leuchtrakete, wow. Und was haben wir hier? Ein weiteres Manuskriptseitchen. Nur wenn ich das aufnehme, seht ihr schon unten? Das war, glaub ich, Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Ja. Wie ihr gerade schon gesehen habt, wusste ich jetzt nicht so ganz genau, welcher Zettel das war, den ich da gefunden habe. Weil ich dieses Stück hier nämlich schon nein gut. Diese Melodie. Von wo kommst du? Von wo kommst du, Süßer? Thank you.
Wind. Komm, Headshot voll ins Knie. Komm, Headshot voll ins Knie, wo bleibt ihr? Dann muss ich ja so machen. Irgendwie glaube ich gerade nicht, dass das sonderlich richtig passiert. Da läuft nur ein zweiter hoch. Ich habe so ein bisschen daraus gelernt, wie ich das hier anstellen muss. Ich musste nämlich erstmal ordentlich blenden, bis das schwarze Schutzschild an denen zerbricht. Dieser Teil ist jetzt hier für mich übrigens also ich muss zum Zugdepot. War das nicht da? Ist das nicht da? Worauf ich dann hin? Ja. Wir werden sehen, ob ich gleich den ganzen Weg umsonst gelaufen bin. Oder ob ich dann, wenn ich schon mal hier hochlaufe, vielleicht wenigstens Munition finde. Oder ob das wirklich der richtige Weg ist. Das werden wir alles herausfinden. Und das nicht erst beim nächsten Mal. Lauf und atme und Vollmond. Thermosflasche, das hat sich doch schon mal gelohnt. Aber dementsprechend befürchte ich gerade, dass ich doch falsch... Nee, dass ich richtig gelaufen bin, wenn hier oben eine Thermosflasche ist. Weil das ist jetzt schon Das ist jetzt schon einiges an Wegstrecke, die wir laufen konnten. Was nicht unbedingt... wie will ich mich ausdrücken? Offensichtlich ist, dass das der richtige Weg war. Danny war rausgegangen, doch was nun wieder hereinstolperte, war etwas Fremdes, ein Monstrum. Walter versuchte es zu töten, erst mit den Fäusten, dann mit einem Stuhl. Es wollte einfach nicht sterben, griff weiter an, ungerührt von den Schlägen. Nachdem Walter das Wesen die Kellertreppe heruntertreten konnte, geriet er in Panik. Er setzte sich hinters Steuer und trat aufs Gas. Der Alkohol würde kein Vergessen bringen, aber er musste es versuchen. Okay. Nein, das ist jetzt... Nein. Das war jetzt doch die Sackgasse. Und dafür bin ich jetzt so weit mit euch gelaufen hier.